Ich begrüße Sie zu Ihrer täglich aktuellen Nachrichtensendung hier im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute haben wir für Sie unter anderem Folgendes im Programm: Brot für den Mühlberg, buntes Angebot für Jugendliche in der letzten Ferienwoche und ein Tourtipp ins Böhmische soll Ihnen Inspiration für einen Ausflug geben. Los geht es in Marienberg, besser gesagt auf dem Mühlberg. Neues Geschäft auf dem Mühlberg. Werden in den Innenstädten mehr Geschäfte geschlossen als eröffnet, so können die Anwohner nun den früheren Blumenladen wieder als Lebensmittelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes nutzen. Eine Bäckerei nutzt das Gebäude ab sofort als Geschäft und Café. Damit zieht nach einigen Jahren wieder Leben in das Gebäude. Für ältere Leute ist das gut günstig hier. Ne? Ich hab's nicht weit hier zum Bäcker. Ne? Und Leute hier, oder hab ich nicht weit. Ja. Eine Erweiterung für den Mühlberg. Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen haben, die Räumlichkeiten herzustellen und einzurichten. Für die Anwohner entfällt ein langer Fußmarsch und dem Verfall des Gemäuers konnte entgegengewirkt werden. Die Nahversorgung mit Lebensmitteln ist also wieder gesichert. Gesichert ist auch die Versorgung für die Teilnehmer am Missio-Camp in der Pockauer Strobelmühle. Um die Ausgestaltung dieses etwas anderen Ferienlagers kümmert sich ein ganzes Team freiwilliger Helfer. Einen kleinen Einblick gibt es im folgenden Beitrag. Thomas Friedemann, wir sind hier an der Strobelmühle. Was läuft hier denn gerade? Im Moment läuft gerade das Missio-Camp Erzgebirge, ein Camp für junge Leute, im Wesentlichen im Alter von 14 bis 20 Jahren. Was genau erwartet die Teilnehmer dieses Missio-Camps? Sie erwarten viele Workshops mit ganz unterschiedlichen Angeboten, sportlich, kreativ, Seminare zu Lebensfragen, auch zu Fragen des christlichen Glaubens und dann Konzerte, Sport, Spiel, Spaß und auch das Angebot ja, zu vielen Gesprächen. Wie viele Teilnehmer sind denn dieses Jahr dabei? Also insgesamt sind wir im Moment ungefähr 250 Leute hier beim Missio-Camp. Davon so knapp 200 Teilnehmer und dann ja, die anderen, die sorgen sich darum, dass es den Teilnehmern gut geht. Dass es den Teilnehmern gut geht, darin habt ihr inzwischen Erfahrung. Das wievielte Missio-Camp ist denn das hier? Das ist dieses Jahr das 19. Missio-Camp. Also wir sind volljährig. Was hat sich denn so rauskristallisiert über die Jahre? Was ist denn hier das Besondere am Missio-Camp? Also das Besondere ist wohl die Gemeinschaft, die zwischen den Teilnehmern dann doch in einer sehr kurzen Zeit wächst. Und ja, ist auch ein gewisses Gefühl, eine gute Stimmung. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass auch Leute hier sich einfach ausprobieren dürfen mit ihren Fähigkeiten und Begabungen, dass man gemerkt hat, hier kann ich auch einfach mal mit jemand reden, vielleicht auch über Fragen, die ich jetzt nicht immer so an die große Glocke hänge. Und für viele ist es auch wichtig, dass sie hier nochmal die Möglichkeit haben, auch im christlichen Glauben weiterzukommen und zu wachsen. Die Nachmittage sind dafür da, um ein bisschen Zeit zu verbringen und irgendwie sich kreativ oder sportlich auszutoben. Und hier ist einfach Zeit, um irgendwas zu basteln, Geschenke zu machen oder ja, einfach sich kreativ auszutoben und dabei Gemeinschaft miteinander zu haben und Zeit miteinander zu verbringen. Gibt es etwas Spezielles, eine Vorgabe, was gebastelt wird? Oder? Hier tatsächlich nicht. Also ganz viele Bastelworkshops sind mit Vorgabe und da ist auch mit Material dafür da, aber das ist einfach ein Workshop, wo man einfach machen kann. Was entsteht bei dir?
Ich habe 2 Listen gemacht mit Sachen, die ich an dem Tag zum Beispiel vorhabe, also sozusagen eine To-Do-List und ja, was ich halt so für die Schule lernen muss oder sowas. Also ich mache eine Karte für meinen Mutti zum Geburtstag. Was nehmen die Jugendlichen aus der Woche mit oder was wollt ihr ihnen mitgeben? Also auf jeden Fall, dass sie erfahren, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind, dass jeder Mensch wertvoll ist, dass jeder Mensch was kann. Und dann ist es auch wunderschön zu sehen in den Jahren, wie sich auch Menschen entwickelt haben, wie Leute hier als Teilnehmer durchaus noch etwas verschüchtert hier ankamen und sie heute selber Mitarbeiter sind und vor 200, 250 Leuten dann Reden im Programm bringen. Das ist schon sehr beeindruckend und auch was Wunderschönes, wenn man das miterleben darf. Ohne freiwilliges Engagement läuft nichts. So ist es auch bei der Kühnheider Theatertruppe. Die Laienschauspieler proben schon fleißig an ihrem aktuellen Stück. Frank Langer hat sich mal umgehört, was es dabei Neues gibt. Noch vor einem Jahr hieß es nach den beiden Aufführungen der Kehetner A-Reimeln, es werde erstmal eine etwas größere Pause geben. Weil es um Blut übergeht, machen wir jetzt im Schnelldurchgang. Ich tue das einfach sagen, machen wir dann, was wir Nun ja, daraus ist nicht so wirklich was geworden, denn zum Glück haben die beiden Chefdramaturgen, auch wenn sie nicht so genannt werden wollen, doch wieder eine Idee für ein neues Theaterstück gehabt. Es geht um Kaffee, Kurt. Hauptsächlich um Kurt. Deshalb haben wir es eigentlich auch nochmal, ja, Kurt zu ehren, haben wir nochmal eins draufgesetzt. Was gibt's da zu ehren? 10 Jahre es sitzt er jetzt am Kringraum, ne? Wenn ich... Ja, 10 Jahre sitzt er im Kringraum, unser Kurt. War es denn schwierig, die Spieler zusammenzubekommen wieder? Eigentlich nicht. Wir haben im Vorfeld mal rumgefragt, wer noch Lust hat, nochmal mitzumachen. Und jeder, der Ja gesagt hat, hat seine Rolle gekriegt. Und denke ich, kriegen wir das auch dieses Jahr wieder hin. Steffen Kongol alias Kaffeekurt feiert dieses Jahr sein 10-jähriges am Grünen Graben. Da er inzwischen locker als Original bezeichnet werden kann und von Beginn an Teil der Laienspielgruppe ist, haben Romeo Breuer und Harry Nims ihm zu Ehren ein passendes Laienspiel geschrieben. Wieder mit zahlreichen Gags für Einheimische, die den ein oder anderen Uhäschen mit Sicherheit auch zum Schmunzeln bringen werden. Was für Glück! Kaffeegeruch liegt in der Luft. Da kommt eine Lichtung, ein richtig schöner Ort. Der alte Kaffeemühl, die dreht mit Schwung. Aus der Kiehe, der Kaffeekurt. Meine Einfütterungsbäume, der angehörte Expert, haben mir gesagt, ich soll halt noch einen Hirnerstall vom Milchbüte ausmisten. Und bewundert da. Und war mir was tut, wird eingespart. Ja, wenn die das so sagen, da wird es schon stimmen. Also, was wünscht ihr euch für diese 2 Aufführungen? Viel Spaß. Ja, auf alle Fälle Spaß. Dass die Leute ihren Spaß haben und dass wir ein schönes Wetter haben. Dass alles klappt, aber ich denke, das klappt. Seit gestern läuft der Kartenvorverkauf. Dabei gibt es einen Wermutstropfen. Der 1. September, also der Freitag, ist schon restlos ausverkauft. Karten sind für Donnerstag, den 31. August, aber nach wie vor beim örtlichen Bäcker und dem Kunstgewerbeladen auf der Hauptstraße erhältlich. Ein Trost für alle, die am Freitag auch raus müssen, die Mehrheit der Laienspieler muss da auch arbeiten. Also, auch dieser Abend kann gerne genutzt werden. Auf einer Höhe von 807,5 Metern liegt im böhmischen Teil des Osterzgebirges das Mückentürmchen auf dem Mückenberg. Das Gebäude selbst wurde 1568 von Bergleuten errichtet, die Glocken auf dem Turm kündeten ihnen den Schichtbeginn und das Ende derselbigen an. Nachdem es weniger Bergbau in der Region gab, wurde 1857 ein Ausflugsrestaurant errichtet und es entwickelte sich ein reger Tourismus. Bei klarem Wetter und guter Sicht gibt es eine schöne Aussicht von der Restaurantterrasse bis zu den Riesengebirgsgipfeln und auch das böhmische Mittelgebirge ist zu sehen.
1950 bis 1952 baute man einen Doppelsessel-Liftbahn vom Ort Mariaschein bis hinauf zum Gipfel des Mückenbergs. Sie ist 2348 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 482 Metern. Somit ist es der längste Sessellift in der Tschechischen Republik. Den Namen trägt der Berg von einer alten Sage. Im nahegelegenen Ort Voitsdorf stahl ein Wilderer des öfteren Vieh. Er war so gewandt, dass er immer entkam. Doch eines Tages wollte er die einzige Kuh einer alten Frau entwenden. Diese zückte ihre Wünschelrute und rief: Du sollst von Mücken zerstochen werden, bevor du den Gipfel des Berges erreichst. Und tatsächlich kam ein Schwarm Mücken und verfolgte den Dieb und stellte ihn. Seitdem trägt der Berg seinen Namen. Der Mückenturm ist ein beliebter Ausflugsort der Leute von Krupka, Deblice und Ustinet Labem. Wie es am gestrigen Tag vom Deutschen Wetterdienst erahnt bzw. in Form einer Vorabinformation mitgeteilt wurde, erreicht uns am Abend ein starkes Gewitter. In einer Zeitrafferaufnahme über den Dächern von Marienberg konnte das Ganze so betrachtet werden. Quasi im Sekundentakt wurde der Himmel hell erleuchtet. Doch kommen wir nun zu den aktuellen Wetteraussichten. Heute Abend und in der Nacht ist es locker bewölkt und die Temperatur fällt auf 17 Grad. Mit Windgeschwindigkeiten von 8 bis 16 km pro Stunde weht der Wind aus südlicher Richtung. Zum Teil können Windböen Geschwindigkeiten zwischen 24 und 48 km pro Stunde erreichen. Morgen ziehen vormittags und auch am Nachmittag Wolkenfelder durch das Sendegebiet. Lediglich in den Morgenstunden und am Abend schafft es die Sonne, uns mit Sonnenstrahlen intensiv zu verwöhnen. Dieser Sonne-Wolken-Mix verschafft uns bis zu 6 Sonnenstunden und wird begleitet mit Temperaturen zwischen 18 und sommerlichen 28 Grad. Bei einem Ausblick auf die Karte heißt das: In Wolkenstein zeigt das Quecksilber zwischen 19 und 28 Grad an, in Gornau sowie Pfaffroda werden morgen Temperaturen zwischen 18 und 28 Grad erreicht. Der Wind weht überwiegend aus südlichen Richtungen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 22 km pro Stunde. Der weitere Ausblick prophezeit einen Temperaturabfall. Am Freitag zeigt sich dies mit Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad Celsius, wobei das Niederschlagsrisiko gerade einmal 5% beträgt. Der Sonne- und Wolkenmix bleibt bestehen und bei den abendlichen milden Temperaturen kann man mit gutem Gewissen den Grill aktivieren. Der Wind kommt vormittags aus südwestlicher Richtung und am Abend dreht dieser aus Richtung Westen. Für alle Schulanfänger startet der Samstag im Sendegebiet sonnig. Bei überwiegend blauem Himmel sind nur vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und maximal 24 Grad und bei einem Niederschlagsrisiko von 0% kann die Zuckertüte mit gutem Gewissen im Freien übergeben werden. Insgesamt hält der Samstag für uns 10 Sonnenstunden parat. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder einige nützliche Informationen nach Hause liefern. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder pünktlich einschalten. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis morgen.